1 FC Köln Hertha BSC, 0:2 Hertha BSC, landet ersten Auswärtssieg harmlos, planlos, erfolglos, der 1. FC Köln hat in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen und am 13. Spieltag bereits seine 11. Niederlage kassiert. Gegen Hertha BSC verlor der FC verdient 0:2, 0:1 und steht mit 2 Punkten weiter am Tabellenende. Der SC Freiburg auf dem Relegationsrang ist bereits 9 Zähler entfernt, in der vergangenen Saison hatte der FC insgesamt nur 9 Spiele verloren. Man muss sich reinhauen und alles für den Verein geben, sagte Kölns Torwart Timo Horn, das haben wir heute nur stellenweise gemacht. Berlins Trainer Pal Dardai hatte fast Mitleid mit seinem Gegenüber Peter Stöger, der Gegner muss stehe auf sehr viele junge Spieler setzen, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden. 3 Tage nach dem überraschenden 1:0 in der Europa League gegen den FC Arsenal wurde im Liga-Alltag erneut deutlich, weshalb die Mannschaft von Trainer Peter Stöger derart schlecht dasteht. Insbesondere in der Offensive lief auch gegen Berlin nichts zusammen, den Gästen genügten damit die Treffer von Vedat Ibisevic, 17., 64. / Foul-Elfmeter, zum ersten Auswärtssieg der Saison, durch den Berlin auf Rang 11 kletterte. Stögers Improvisationskunst gefragt. Stöger muss stehe aufgrund der zahlreichen Ausfälle erneut improvisieren. In der Abwehr fehlten unter anderem die verletzten Dominik Maro und Dominik Heinz sowie der gesperrte Frederik Sørensen, so kam erstmals Jan Aurel Bissek zum Einsatz. Der Juniorennationalspieler feierte im Alter von 16 Jahren, 11 Monaten und 28 Tagen sein Debüt in der Fußball-Bundesliga und avancierte damit zum zweitjüngsten Spieler in der Liga-Geschichte. Der jüngste jemals eingesetzte Spieler bleibt Nuri Sahin, der bei seiner Premiere 2005/06 für Borussia Dortmund 27 Tage jünger war. Harmloser FC-Angriff. Bissek bildete gemeinsam mit Kapitän Matthias Lehmann, eigentlich Mittelfeldspieler, und Jorge Mere die Dreierabwehrkette, und er fügte sich zunächst gut ein. Beim 0:1 durch Ibisevic war aber die gesamte Defensive unsortiert, der Bosnier dürfte nach einer Ecke völlig frei vor FC-Torhüter Timo Horn abstauben. Lukas Klünter hatte die Ecke durch einen technischen Fehler überhaupt erst verursacht. Der FC war zwar um eine schnelle Antwort bemüht, doch bis auf einen ordentlichen Angriff über Startelf-Debütant Claudio Pizarro und Sergio Irasi blieb Köln völlig harmlos. Richtige Schiedsrichterentscheidungen mit vielen Ballverlusten lud der FC die Berliner förmlich zu kontern ein, doch auch bei der Hertha lief offensiv kaum etwas zusammen. Am Spielverlauf änderte sich auch im zweiten Durchgang wenig. Fehler und Ungenauigkeiten prägten das Bild. Nachdem Herthas Karim Rekik den Ball im Strafraum mit der Hand berührt hatte, 49. beriet sich Schiedsrichter in Bibiana Steinhaus minutenlang mit dem Videoassistenten Guido Winkmann und entschied auch nach Studie der TV-Bilder darauf, keinen Elfmeter zu geben. Auf der Gegenseite zeigte Steinhaus wenig, später aber auf den Punkt. Kapitän Lehmann hatte Davy Selke klar gefoult, und Ibisevic ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen. Nach dem zweiten Treffer zog sich Berlin weit zurück und überließ dem FC meist den Ball.